Willkommen zurück zu Monster Hunter Rise. Im letzten Part haben wir Magnamal und Sinukre in einem Kampf gehabt, mussten sie hintereinander fertig machen und der Kampf war doch schon etwas fordernd. Und wir haben tatsächlich, ihr habt ja gesehen am Ende vom Part, ich habe eine Belobigung bekommen und eine Magnamalo-Platte, die ich zwar nicht, wo ich dachte, ich brauche die nicht mehr. Ich habe gedacht, okay, warum kriege ich jetzt nochmal das seltene Gegenstand? Ich habe die Rüstung schon, warum soll ich dieses Gegenstand nochmal haben? Jetzt habe ich allerdings beim Schmied eben gerade geguckt und ich habe die Waffe schon geschmiedet. Ihr müsst mal ganz kurz gucken. Das war mehr Glück und Unglück, Alter. Da habe ich gedacht, so, was ist hier los? Also ich habe mehr Glück als Verstand. Ich hab, dafür brauchte die Belobigung eine und eine Magnamalo-Platte, um das Schwert zu schmieden. Die nächsthöhere Stufe von dieser. Macht 150 Schaden. Verliert natürlich ein bisschen gelbe Schärfe, aber hält länger grün. Aber Explosion 16, wovor 13 war. Und 20 Schaden ist halt schon mehr. Und das ist halt das Ding. Das brauchte man. Ich habe gedacht, okay, schon wieder eine Platte. Ich hätte mich geärgert, dass ich Magnamalo schon wieder fahren müsste, wenn ich jetzt hier gesehen hätte, oh, ich brauche wieder eine Platte. Ja, aber so kann es gehen, ne? So kann es gehen. Die werde ich mir auch noch machen. Tobi Gadachi, ja. Aber erstmal möchte ich jetzt hier mit euch, ich glaube, T-Krex war das, den ich mit euch machen möchte. Eine donnernde Stimme. Erjage einen T-Krex auf den Frostinseln. Geht gestern noch nicht. Das sollte ich noch schnell tun. Und dann geht's auch direkt los. Das war eine Fügung des Schicksals. Also, das war wirklich Glück. Ich hatte die Belobigung bekommen und eine Magnamalo-Platte. Alter, was ist mit mir los, ey? Sonst habe ich nicht so viel Glück. Also, echt nicht. Aber das Glück wird mich noch verlassen. Das weiß ich. Wenn ich irgendwas Bestimmtes brauche, werde ich wohl irgendwann lange fahren müssen. Absolute Macht, T-Rex. Ja, ist halt ein T-Rex mit Flügeln, ne? Also ein T-Rex mit Wyvern-Züge. Oder Wyvern, wie das heißt. Keine Ahnung, irgendwie so nennt man das, ja. Ja. Faules Fleisch. So, wir sind schon mal einem T-Rex begegnet. Allerdings habe ich noch nicht gegen ihn gekämpft. Wir haben ihn einmal geritten. Das haben wir einmal gemacht. So. Wir sind in Gebiet 7 oder 10. Ich weiß nicht, ich kann die Monster nicht auseinanderhalten. Das 7 scheint aber dieser Gross Harak zu sein, ne? Nee, der Barod. Ein Buggy ist hier auch noch irgendwo. Ach, da unten das Fragezeichen. Dann soll das hier der Buggy sein, ne? Dann ist der T-Rex, der T-Rex. Dann ist der T-Rex als Fragezeichen markiert. Okay, gut, dass ich das weiß. Schläft er? Das sieht da stark danach aus, ne? Wollen wir ihn aufwecken? Wir wecken ihn auf. Wir wecken ihn auf. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Irgendwie hat er uns mitbekommen. Gut, hat aber noch getroffen. Aber er uns auch. Eieieiei. So.
Kommt er wieder hoch? Er kommt leicht wieder hoch. Wieso bin ich hingefallen? Wow. Da hat er mich runtergebrüllt. Aber nicht mit mir, mein Freund. Nicht mit mir. Sehr gut. Wieso ist sein Brüllen so stark, dass es mich verletzt? Unfassbar. Ja, der ist halt wirklich schon ein anderes Kaliber. Krass. Ich wollte gerade kontern, Alter. Aber man muss halt das gut timen. Jetzt war gut, jetzt beruhig dich. Meine Güte. So schnell noch nie die erste Hilfe verbraucht. Der ist krass. Der ist krass drauf. Irgendwann hat er mich noch erwischt. Das war sehr gut. Na? Der ist wirklich... Was mach ich da? Sehr gut. Ins Gesicht. Und wir können ihn schon reiten. Oh, der ist wirklich stark. Dass man mit dem Ausweichen muss man echt gut timen. Du entkommst mir nicht. Du entkommst mir nicht. Ich dir allerdings auch nicht, ne? Wie scheint. Gute Helma. Er schießt aber auch nichts, oder? Da dachte ich mir, ich heile mich mal kurz. Alter. Der hat wirklich... Der, mit dem ist wirklich nicht zu spaßen. So, hinterher. Wo will er hin? Zum Großbuggy. Gut, er haut zum Glück nicht weit ab. Der will es wirklich wissen. Und er macht wirklich unfassbaren Damage. Gut, er will jetzt einen Großbuggy angreifen. Soll er machen. Da können wir ihn benutzen. Und ihn reinpfeffern. Wo ist er denn? Wow, sein Gebrüll ist halt wirklich so stark. Bamski. Bamski und jetzt berittener Rächer. Ach, er ist eingeschlafen.
Alter, dieser... Dieses Gebrülle. Okay. Ich muss extrem aufpassen jetzt gerade. Alter, ist doch jetzt gut. Wie soll es denn gleich werden, wenn ich gegen dich und jemand anders kämpfen muss? Gut, ich sammle schon erstmal die Dinger ein. Dann ist jetzt gut. Sehr gut. Dieses, halt dieses Gebrülle, das ist unfassbar. Heiliges Hackfleisch. Ich will hier weg. Ich will ihn einfangen. Dann ist der Kampf wenigstens vorbei. Meine Güte. Ist doch jetzt gut. Wo ist die? Nochmal. Danke. Alter, was ein Tier. Heftig. Bei dem muss man ja wirklich aufpassen, Leute. Aber gut, aber... Ja, ich geschafft zum Glück. Da muss man wirklich aufpassen. Heftig. So, dann ist er nach Hause. Okay. Dann einmal zu Buddy Plaza. Ganz kurz abchecken, was die Agossi wieder verkauft hat. Das mache ich halt nach jeder Quest irgendwie. Nein. Weil sowas ist halt schon selten. Ist halt Stufe selten, halt Stufe 5, ne? Und davon habe ich nur 5. Und die soll, weiß ich nicht, die irgendwie will ich die immer mitnehmen. Na komm, gib her. Muss ich die nicht farmen. Gut, dann würde ich sagen, essen wir noch was. Puh. So, machen wir Dango Belieber drinne. Und Dango Arzt und Verteidiger. Besser als nichts. Und dann machen wir die Quest mit den beiden, ne? Mit Tigrex und Gratalos. Ja. Los geht's. Könnte eine interessante Quest werden. Ich bin ein bisschen angespannt, weil... Könnte schwer werden. Tigrex hat mir eben, der war wirklich, der hat mich schon, der hat mir, ihr habt's gesehen. Der hat einiges drauf. Aber hier sind wir zum Glück im Vulkan, nicht im Eisgebiet. Wir kriegen auch einiges mit. Ja, wirklich. Ich weiß nicht, ich benutze das meiste halt kaum, ne? So, Tigrex ist irgendwo oben. Also unten in die Höhlen. Ja.
Mann, 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 ey. Man muss auch ehrlich sagen, vor T-Rex habe ich auch Respekt. Rathalos nicht so sehr, aber T-Rex. So ein bisschen Respekt habe ich da dennoch, ne? Was ist denn da noch hier? Dass die Symbole auch kleiner werden, wenn man ranzoomt. Das macht das total sinnlos, das Ranzoomen. So, Rathalos ist da oben. Oder ist das ein Rathalos? Ich weiß es nicht. Ja. Ja. Der weiß, was er tut. Aber ich auch. Hoffentlich. Eieiei. Das ist gut, jetzt lauf nicht wie verrückt rum. Alter. Junge. Ich bin verwirrt. Danke. Oh. Sehr gut. Mhm. Weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Alter, unberechenbar, das Viehzeug hier. Das ist so heftig einfach. Alter, ist doch nicht wahr jetzt hier. Selbst der Rathalos tickt aus. Sehr gut. Wir können ja auch sofort reiten, okay. Das ging schnell. Gratis Schaden halt. Ist okay. Jetzt wollte ich ausweichen, aber dann habe ich die falsche Taste gedrückt. Ist okay, ist okay, ist okay, ist okay, völlig, ist... Beruhig dich, Rudi. Oh, oh. Ah, zum Glück. Er will weg. Alter. Geht's denn runter, ne? Aber hier ist er, glaube ich.
Ja, da drüben. Wie ich sowas hasse. Wie ich es einfach hasse. Kein Megatrank, Mann. Bin ich jetzt... Jetzt habe ich irgendein anderes Ziel getroffen. Dass man sogar Feuer ausweichen kann, Alter. Krass. Danke. Weg! Okay. Also Entschuldigung, Leute, dass ich dabei immer ruhig bin. Aber manchmal muss ich mich halt echt wirklich konzentrieren. Ach, er ist besiegt, okay. Oh. Der war wirklich stressig. Rathalos-Gewebe. Eine Schuppe. Und ein Panzer. Ja gut. Gehen wir da mal zum Lager. Da ist der Tigras ja, glaube ich, auch in der Nähe. Da geht dann schon die Pumpe, ne? Da geht einem tatsächlich schon die Pumpe. So. Wir machen die Waffe scharf. Wir haben noch Ration. Guten Hunger. Gehen erstmal wieder auf die Tränke. Dann los geht's. Der ist hier irgendwo unten. Der schläft nicht, der tut nur so. Ja. Diesmal nicht, mein Freund. Na doch, er erwischt einen trotzdem. Kann auch sein, dass er ein bisschen schwächer ist, weil wir vorher gegen Rathalos gekämpft haben. Ja, wobei ich das bezweifle. Ja, ich bezweifle es. Der macht halt doch trotzdem. Der geht halt voll drauf. Nein, nicht trinken. Mann, dass mich die Katzen heilen, Alter. Das hört. Damit komme ich immer noch nicht klar. Aber ich finde die Palikos immer noch besser als Chacha. Also Chacha war in 2 wirklich nervig. Und in 3 Ultimate kam ja sogar noch ein 2. dazu. Von den Dingern. Dieses Gebrülle. Krass, wie kann man solch eine Lunge haben? Es hat sich gerade so angehört, als würde hier gerade ein Dings auftauchen. Ich habe den Namen gerade in den Kopf. Ein Devil Joe, genau. Oder Demon Joe, wie er hier heißt. Neu in Deutschland, ich weiß es nicht. Ich muss hier weg. Jetzt kann ich mich heilen. Der hat schon eine Aura von Demon Joe, ne? Eine kleine bisschen. Gott. Mann, Mann, Mann.
Bam! Tut weh, ne? Sehr gut, das hoffentlich auch. Das tut weh. Habe ich gesehen. Das tut aus irgendwelchen Gründen mir weh. Wahrscheinlich platzt mir das Trommelfell in dem Moment. Na komm, treff. Mein Ernst, er hat es ja sogar angetäuscht. Man hat es ja früh mitgekriegt. Das habe ich nicht früh mitgekriegt. Oder zu spät. Sein Ernst? Wasserschaden. Komm. Wo will er hin? Du entkommst mir jetzt nicht. Ich weiß nicht, aber so weit ist. Nee, noch ist er nicht so weit. Ich treffe alles außer ihm. sämtliches Kleinvieh. Dieses Gebrülle. Unfassbar. Nein, nicht trinken. Er hat mich gerade wieder schon geheilt. Das tat weh, hoffentlich. Weiß nicht, ob ich ihn fangen soll. Besser ist, ne? Haut er jetzt ab? Nee, haut nicht ab. Er haut nicht ab. Das war sogar größer als das davor. Oh. Also da geht mir echt schon die Pumpe, Leute. Das könnt ihr mir glauben. Ich spinne hier nicht rum. Da geht mir tatsächlich schon die Pumpe. Liegt hier? Nö. Da geht mir schon die Pumpe. Gut. Noch eine Belobigung. Wofür auch immer. Wahrscheinlich kriegt man für jede Doppelquest eine Belobigung oder so. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Eieiei. Danke. So. Dann haben wir tatsächlich nur noch zwei Quests, ne? Einmal Eremit. Nee, gar nicht wahr. Auf den Dreh gekommen. Diablos. Ich hasse das Vieh. Also ich liebe es, aber ich hasse es gleichzeitig, weil es halt ultra nervig ist. Und einmal hier Tobi Katatschi wie zu tun, ne? Dann war es das mit Stufe 6. Was danach kommt, habe ich keinen Schimmer. Ich glaube, das war's eigentlich. Ich glaube, da kommt noch eine dringende Quest. Aber ich weiß es, aber ich glaube, das war's eigentlich in dem Sinne. Gucken wir mal, was der T-Rex
so für ein Set hat. Wir können theoretisch schon alles schmieden. Krass. Wir werden wahrscheinlich am Ende nicht genug Materialien übrig haben. Aber ist halt eine ganz normale Rüstung. Mit ein paar Schwächen, die er aber wieder ausgleichen tut. Die Fähigkeiten sind tatsächlich Ohrstöpsel. Stufe 3. Damit kriegt man, wenn wir damit zugebrüllt werden, bringt es uns halt gar nichts. Was halt sehr nützlich ist. Dann hier Stufe 2 erhöht das Essenstempo. Und Prügler Stufe 3 erhöht die Angriffskraft um 10%, wenn dein Schärfebalken im grünen Bereich oder darunter ist. Das ist auch mega geil. Also die Rüstung sieht dann auch so aus. Lässt sich sehen. Schick, schick. Was ist das denn da? Ach ja. Kann ich ja auch schon alles schmieden. Jetzt habe ich alles, okay. Ich wollte gerade sagen, das habe ich nicht an. Ja, auf jeden Fall sind die Rüstungen schon ganz cool. Ja, wir haben jetzt eine Belobigung gekriegt. Ne? Ach so, okay. Nee. Für hier? Man braucht auf jeden Fall, für einige Klingen brauchen wir auf jeden Fall eine Belobigung. Hier, für die Feuerklinge. Zum Beispiel. T-Krex. 160 und schon blau. Leider kein Elementarschaden drauf. Aber meine Güte, die... Und da vorne steht das Schneider 1. Der Baum geht halt noch weiter nach rechts. Der Dings. Wie Zeit habe ich noch? Ja, nicht mehr viel Zeit. Ich wollte euch gerade den Waffenbaum erklären, aber ich denke mal, dafür seid ihr hier. Ich denke, ihr wisst Bescheid. Ich guck gerade nur, was ich hier für die nächste Stufe Bariot. Ist auch schon blau. Und gar nicht so schwer zu schmieden. Knochensense. Ich guck gerade, wofür wir noch eine Belobigung brauchen könnten. Also die habe ich ja. Hierfür brauchen wir noch eine Belobigung. Todesgestankbaum. Mit Drachenschaden. Finsteres Tuch. Wovon welchem Monster man das bekommt, ich kein Schimmer. Und das war's soweit. Aber da steht noch Fragezeichen. Was es damit aussieht, wie weit der Baum noch geht. Kein blassen Dunst. Aber Leute, das soll es heute gewesen sein. Nächsten Part werden wir uns die letzten zwei Quests der Stufe 6 Dorfquests. Da. Moment, werden wir die machen. Manchmal vergeht mir einfach der Satz. Manchmal denke ich mir im Kopf einfach einen Satz schon, den ich gerade aussprechen will, und dann vergesse ich den halt mittendrin. Ja, wie gesagt, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, schaltet ein und drückt auf Abonnieren und liken und kommentieren. Und bis hoffentlich zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.